Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wieder mit Nick am Start. Hallo. Hallo. Genau, nochmal die Ankündigung, nochmal ganz kurz für, also Feedback gerne in die Kommentare oder wenn ihr es bei Spotify oder sonst wo seht, in die Q&A der jeweiligen Folge. Und Themen, die ihr euch wünscht für die nächsten Folgen, schreibt die auch in die Kommentare der Q&A, damit wir es dann auch wissen. Genau. Und damit, der Podcast ist jetzt auch auf eigentlich ganz, also ziemlich vielen Plattformen unterwegs. Also da könnt ihr auch eigentlich relativ überall es anhören. Genau, wir beginnen gleich mal, also hier der Themenüberblick, Bayer Leverkusen, die Champions League, die Europa League und die Bundesliga-Vorschau. Und wir starten gleich mal mit Leverkusen rein, die ziemlich, gestern ziemlich kämpfen mussten. Weil unter anderem eben auch, also gegen Karabakh am Ende 2:2, aber bis zur 70. Minute stand es noch 2:0 für Karabakh und Frimpong und Wirtz und Schick und all diese Spieler, Xhaka, die waren alle auf der Bank, kamen dann rein und dann haben sie es innerhalb von 20 Minuten wieder auf ein 2:2 gebracht. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, was man sich natürlich so fragt nach so einem Spiel. Reißt, kann diese Serie überhaupt noch in dieser Saison irgendwie reißen? Ich denke, dass sie noch reißen wird, aber in einem ziemlich unwichtigen Spiel, irgendwie am letzten Spieltag oder so, wenn sie schon sicher Meister sind. Weil ich denke einfach, sie sind mit der zweiten Mannschaft reingegangen, lagen 2-0 hinten, dann bringt Xabi Alonso seine Stammkräfte rein und dann steht es direkt 2-2. Und das zeigt einfach, dass wenn Leverkusen mit vollem Aufgebot spielt, dass es wahrscheinlich nicht viele Mannschaften gibt, die sie stoppen können. Das ist definitiv so. Und ich glaube, fürs Rückspiel in einer Woche ist das, wird Alonso auch von Anfang an alle spielen lassen, denke ich mal. Also er wird bestimmt kein Risiko eingehen. Und dann werden die vielleicht auch Karabakh mit 3:0, 4:0 auseinandernehmen, oder? Ja, das denke ich auch. Also er wird ja auf jeden Fall, er wird ja nicht das Aus in der Europa League riskieren. Also er wird auf jeden Fall mit vollem Aufgebot anfangen und dann, ja. Definitiv. Also ich meine, was anderes wäre auch nicht ganz so schlau. Jetzt sind sie seit 35 Spielen ungeschlagen. Und wir reden über den kommenden Spieltag am Sonntag gleich noch. Deswegen würde ich jetzt erstmal weitermachen. Eben, du hast schon angesprochen, Alonso, also er ist ja auch ein überragender Trainer und das Aufgebot von Leverkusen, das kann eigentlich keine Mannschaft schlagen. Allerdings könnten im Sommer 2 bis 3 Spieler vielleicht gehen und der Trainer. Denn Frimpong, der Rechtsverteidiger, für alle, die es nicht wissen, der hat ja eine Ausstiegsklausel für 40 Millionen. Das ist ziemlich, ziemlich günstig eigentlich für Frimpong. Und wenn Alonso gehen sollte, zu den Bayern zum Beispiel, dann könnte er vielleicht auch Wirtz mitnehmen und Frimpong oder so. Was schätzt du ein? Wird das passieren? Und wen sollte Leverkusen sonst holen, wenn du irgendeinen Tipp hast? Ja, ich glaube halt einfach, dass es einfach das Problem, ein bisschen problematisch halt für Leverkusen. Jetzt spielen sie ein so starkes Jahr und dann können sie sich darauf halt nichts aufbauen, weil jetzt wieder alle Leute weggehen. Also, dass Alonso geht, ist, glaube ich, also eigentlich klar, darum muss man eigentlich nicht viel diskutieren. Und wenn dann halt noch Wirtz und Frimpong gehen, ist halt auch blöd. Und für Frimpong für 40 Millionen ist wirklich sehr billig. Und eben, wenn dann Alonso vielleicht zu Bayern geht, oder vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn er zum Beispiel zu Liverpool geht und dann irgendwie Wirtz mitnimmt. Oder Frimpong. Und ja, deswegen wird es halt, ist halt gerade eine ziemlich blöde Situation für Leverkusen. Ja. Also es gibt ja auch noch zum Beispiel einen Tah, der vielleicht auch Interessen wecken könnte oder ein Hinkapié oder Kosunu oder Tapsoba in der Verteidigung oder auch Kovar, finde ich, also der Ersatztorwart für Radetzky, der jetzt in den letzten Spielen auch immer wieder gespielt hat, auch der könnte ja gehen und wie du sagst, also kann man nicht aufbauen. Und vor allem die Bayern und Liverpool, die werden da definitiv aktiv sein, Manchester United, die auch alles versuchen werden. Ja, das ist nicht toll für Leverkusen, aber wenn jetzt Alonso gehen sollte, wenn jetzt geht, wer sollte dann sein Nachfolger sein? Was ist dein Tipp? Wahrscheinlich, also Sebastian Hoeneß hat ja jetzt verlängert. Ich könnte mir auch irgendwie, boah, ziemlich schwierig. Ich meine,
Flick ist ja aktuell ohne Conte vielleicht. Ich glaube, Maurizio Sarri hat, glaube ich, auch gerade keinen Trainer. Es gibt auf jeden Fall einige Kandidaten. Kroos hat sich meines Wissens noch nicht dazu geäußert, zu möglichen Kandidaten. Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber ich könnte mir irgendwie Conte ziemlich gut vorstellen. Konnte? Oder Ja. würdest du auch für Leverkusen eher einen deutschen Trainer oder eher einen ausländischen Trainer, sage ich mal, empfehlen? Naja, ich meine, es hat mit Alonso als Spanier ja auch geklappt. Okay, er hat mal in Deutschland gespielt. Ja, also wahrscheinlich wäre ein deutscher Trainer schon, hätte halt die sprachlichen Vorteile, aber wir haben ja auch gesehen, dass es mit dem Ausländischen klappt. Also eigentlich ziemlich egal. Siehst du Nagelsmann als Möglichkeit? Nagelsmann ist halt so ein Thema. Ich glaube halt kaum, dass er jetzt bei Deutschland, wäre selbst egal, eigentlich ziemlich. Wenn er jetzt bei der EM nicht gerade in der Gruppenphase rausfliegt, wird er halt einfach nicht rausgeschmissen werden. Und dass er freiwillig geht, ist ja auch ziemlich unwahrscheinlich nach nur einem Jahr. Und deswegen glaube ich halt einfach nicht, dass Nagelsmann frei sein wird. Ja. Nee, kommt drauf an, wenn ein Angebot kommt, dann wird er sich vielleicht nochmal überlegen, auch für seine Karriere, was das Richtige ist. Aber ja, klar, also warum sollte er dann gehen? Klar. Und wir haben jetzt auch über Alonso geredet, aber jetzt wollen wir auch mal über die Spieler reden, die ja eine überragende Saison spielen. Wer ist für dich der aktuell beste Spieler von Leverkusen? Also. Ist egal, welche Position, einfach wer ist der beste Spieler? Wird. Wird? Ja, Also. also es gibt natürlich einige, da könnte man jetzt auch genauso Grimaldo, Frimpong, Tah auch in der Innenverteidigung ein Monster nennen, aber ich finde Wirtz, diese Spielfreude und die er ausstrahlt, das ist einfach unbeschreiblich. Ja. Und sofort ein Tor gemacht, also reinkam 10 Minuten nicht mal auf dem Platz. Und. Jetzt haben wir das Hauptthema sozusagen abgeschlossen. Jetzt machen wir noch kurze Schnelldurchlaufe durch die europäischen Wettbewerbe. Wir fangen mit der Champions League an und damit natürlich zum Kracher Bayern mit 3:0 gegen Lazio Rom. Das sind Spiel 1:0 für Lazio Rom. Was sagst du zu diesem Spiel? Ich denke, also das war auf jeden Fall immer wieder ein gutes Bayern-Spiel, muss man so sagen. Wir haben das Spiel dominiert, haben wirklich eigentlich nichts zugelassen von Lazio, außer diese eine Riesenchance durch Immobile. Und ja, so sind sie dann am Ende, haben verdient gewonnen. Ob sie jetzt wieder in die Spur kommen, ich glaube nicht. Könnte trotzdem passieren. Aber ja, Lazio war einfach generell nicht gut und ich habe mir auch gedacht, dass Bayern das noch schafft. Und ja, jetzt sind sie mit einem souveränen Sieg weitergekommen und die Titelhoffnung, also die Hoffnung noch auf einen Titel die Saison ist also noch vorhanden. Findest du, und ich, also ich finde auch, das war auch überraschend, dass Thomas Tuchel ist das erste Mal so gefühlt seit 2 oder 3 Spielen, man nicht die ganze Zeit auf der Bank gesessen oder auf dem Koffer gesessen, sondern hat auch was reingerufen. Man hat auch gesehen, dass bei einigen Spielern da noch Hoffnung war und Wille da war. Das fand ich überraschend nach diesen Bundesligaspielen in den letzten Wochen und so ein Champions League-Spiel gegen Lazio Rom auch. Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch Tuchel in den letzten Wochen an der Seitenlinie einfach irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so passiv einfach. Er war nicht so wirklich da. Und wie du gesagt hast, hat er wieder ein bisschen mehr gemacht. Die Spieler haben auch, und ich glaube auch, dass eben Thomas Müller da eine große Rolle spielt, dass der die Jungs nochmal motiviert hat. Und ja, jetzt weiß jeder, dass eigentlich noch was geht. Ja, vor allem man hat es auch, also bei City hat man natürlich also eine Souveränität, wie es besser nicht geht, nur so gesehen. Aber auch die Schwäche in der Liga. Real Madrid war meiner Meinung nach jetzt auch nicht so souverän gegen RB Leipzig. Ich will jetzt nicht sagen, dass Bayern irgendwie so, ich glaube nicht, dass sie die Champions League gewinnen, aber die Hoffnung ist nicht da. Und aktuell gibt es für mich in dieser Champions League-Saison, bis auf, ja, PSG ist auch noch auf Krampf vielleicht weitergekommen, aber es gibt kein richtiges Team, was halt überragend ist in dieser Champions League-Saison, was, also außer City, die sind natürlich gut, aber in der Liga schwächen die auch. Also aus meiner Sicht gibt es da auf jeden Fall Chancen für Bayern, oder?
Ja, Bayerns Chance, diese Saison in der Champions League vielleicht zu gewinnen, ist einfach aus dem Grund, dass alle schlecht sind. Und das eben darin besteht die Chance, dass Bayern vielleicht, wenn sie jetzt ein bisschen Konstanz reinbringen, weil so wie Real Madrid gespielt hat, kann Bayern, wenn Bayern so spielt wie gegen Lazio im Rückspiel und Real Madrid so wie gegen Leipzig, dann kann Bayern auch Real Madrid schlagen. Ja. Und wird man halt sehen, wenn das passieren wird. Ich glaube, City, man wird sich halt am Ende des Tages an City messen müssen, wahrscheinlich dieses Jahr. Weil Oder Inter. wenn Inter ist auch nicht schlecht, aber ich denke einfach, wenn Inter gegen ein wirkliches, Inter ist ja so eine Liga so drunter unter diesen Top-Top-Teams. Und Inter, wenn Inter da mal gegen so ein Top-Team spielen muss, ich weiß nicht, aber ich zweifle halt irgendwie daran, dass die das gewinnen können. Ja. Wird auch schwierig, klar, aber ich sehe sie schon als Top 3, Top 4 Mannschaft der Saison an bisher. Also Inter Mailand ist. Aber ja, Ja, ich auf jeden sehe, also auch gegen City haben sie eigentlich nicht schlecht im Finale gespielt, aber am Ende hat dieses kleine bisschen einfach gefehlt. Und ja, das ist eben das, wenn du gegen große Top-Teams spielst, so richtige Top-Teams, dann musst du auch effizient sein. Und das war ja Inter nicht. Also ich kann komplett verstehen, was du meinst, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum souveränsten Verein, vielleicht in dieser bisherigen Champions League-Saison. Manchester City, die gegen Kopenhagen mal wieder mit 3-1 gewonnen haben. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen oder wie, ja, was so? ja, City einfach in der ersten Halbzeit schnell 2 Tore gemacht. Natürlich auch mit Hilfe eines Torwartfehlers, aber passiert. Dann hat Kopenhagen ein wirklich, muss ich sagen, schön rausgespieltes Tor geschossen. Da dachte ich, vielleicht können sie zumindest, also zumindest unentschieden spielen in Manchester, aber dann hat Haaland 3-1 gemacht. Und die zweite Halbzeit war dann, glaube ich, mehr Ergebnis verwalten und keine Verletzungen bekommen als alles andere. Ja, aber es war eine, also eine Souveränität, würde ich sagen. Und ja, also so kann man auch spielen, oder? Ja, sicher. Sie haben es ja nicht schlecht gemacht. Also war halt schön in der zweiten Hälfte. Sie mussten nicht mehr. Sie waren einfach ruhig am Ball, haben keine großen Fehler gemacht, haben Kopenhagen nicht mehr ins Spiel gelassen und gewinnen dann halt am Ende das Spiel, weil sie einfach auf dem Papier auch klar besser sind. Ja, klar. Dann Real Sociedad gegen Paris Saint-Germain. Mit 2:1 gewinnt Paris Saint-Germain. Das Hinspiel haben sie mit 2:0 gewonnen. Was sagst du dazu? Paris einfach über Hin- und Rückspiel besser und dann am Ende auch einfach verdient weiter. Aber ich weiß halt einfach nicht, was da sein soll. Ich meine, Mbappé macht ja offensiv alles. Sobald sie im letzten Drittel sind, zack, Ball auf Mbappé und dann soll er halt machen. Das ist einfach so. Und wenn Mbappé dann weg ist, dieser eine Mann, dann weiß ich einfach nicht, wer soll es denn richten bei Paris? Weil Paris ist nicht dieses eingespielte Team. Und naja, wäre es dann, ich glaube, wenn Mbappé weg ist im Sommer, was ja höchstwahrscheinlich ist, dann könnte es richtig, richtig schwierig werden. Vor allem, wen holen sie als Ersatz? Also, wen gibt es denn auf dem Markt, der Mbappé halbwegs ersetzen kann? Eigentlich keiner, oder? Also, Niemand. außer Haaland Niemanden natürlich. eigentlich. Aber halt, Haaland ist halt nur ein Mittelstürmer. Mbappé kann eigentlich so gefühlt alles außen spielen mit Tempo und so. Also, eigentlich, ja, also, ziemlich schwierig, würde ich sagen. Ja. Dann Real Madrid gegen RB Leipzig. Und jetzt mal so eine Frage von Anfang an von den Raum gestellt und den du beantworten kannst, wurde Leipzig in Hinrückspiel betrogen? Ja. Das kann nicht sein, dass das Tor im Hinspiel nicht gegeben wird und es kann genauso wenig sein, dass es im zweiten Spiel keine Tätigkeit ist, also nicht als tätig gewertet wird und dass es keine Rot ist. Und ich persönlich, ich weiß, es ist jetzt persönliche Meinung, ich hasse Vini Junior immer. Ich finde es so schlimm, immer wenn er rennt immer zum Schiedsrichter, er provoziert immer andere Gegner, aber sobald er dann selber, man selber irgendwas zu ihm macht, dann liegt er am Boden und heult rum. Ich finde es so schlimm. Ja, also ich dachte mir auch so, okay, das war, ob das jetzt legitim war, weiß ich nicht. Und eigentlich, also er hat ja auch danach direkt das Tor gemacht, also nicht mal zu langer Zeit, nicht mal so lange danach. Und ich finde, also
Das ist also auch auffällig in den spanischen Mannschaften. Denkst du, das wird auch im Spiel Barcelona gegen Neapel eine Rolle spielen? Also wenn, wahrscheinlich nicht, aber wenn, dann wäre das ja absoluter Betrug. Also dann muss man ja wirklich schon mal wegen Korruption gucken, ob da irgendwas ist. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, dass immer gegen die deutschen Teams gepfiffen wird. Ja. Also wirklich gegen Dortmund jetzt, zweimal gegen Leipzig und naja, bei Bayern jetzt nicht wirklich, aber trotzdem, es zieht sich jetzt schon über Jahre. Ich kann allein schon in den letzten 5 Jahren Dortmund in der Champions League, das, was da passiert ist, schon aufzählen, so ein Quatsch. Ja, also ich finde es auch, also ich meine, Leipzig hat überragend gespielt gegen Real Madrid. So viel getraut, so viel nach vorne gespielt. Hinten waren sie auch, haben sie auch gut mitgehalten gegen, ich meine, gegen eine, also eine Offensive, wenn ich mal so sagen darf, mit Rodrigo, also Rodrigo kam erst, aber trotzdem haben sie Rodrigo, Vini Junior, sie haben Bellingham, sie haben Valverde, sie haben Kroos, all diese Spieler und trotzdem haben sie in diesen zwei Spielen zwei Gegentore nur kassiert. Also, und offensiv, da war mehr drin, oder? Ja, also in der ersten Halbzeit, wenn Openda hat halt einen schlechten Tag gehabt, aber wenn Openda da zwei Dinger macht und das dann 2-0 steht für Leipzig, dann könnte es für Real, dann wird es ein ganz anderes Spiel, weil dann muss Real kommen. Aber ja, auf jeden Fall, Leipzig hätte hier weiterkommen können und am Ende ist es halt einfach unglücklich mit Schiedsrichterentscheidungen und mit halt Chancenverwertung, dass es halt anders gekommen ist. Das ist bitter so. Kein Stürmer hat eigentlich einen guten Tag bei Leipzig. Šeško war, finde ich, auch unauffällig. Openda hat viele Chancen vergeben. Ja, also, ja, war enttäuschend am Ende das Ergebnis, aber so kann man sagen, ja, krass Leipzig. Auch, also, finde ich definitiv einen Applaus wert und ja. Ja, also ich als Dortmund-Fan nehme es aber mit, weil so ist Dortmund für die Club-WM nächstes Jahr qualifiziert und Und bringt auch sicher fürs noch ein bisschen Zuschauen. Geld in die Kassen. Ja, klar. Aber Club WM, da ist auch Chelsea dabei, verstehe ich irgendwie nicht. Ja. Keine Ahnung, was es soll. Auch mit 32 Teams. Könnte interessant sein, so weltweite Mannschaften gegeneinander. Aber ja. Dann Europa League und da gab es eigentlich vier krasse Ergebnisse meiner Meinung nach. Wir fangen an mit Sparta Prag gegen Liverpool. 5:1 Sieg für Liverpool. Damit ist Liverpool höchstwahrscheinlich schon im Viertelfinale, oder? Ja, so absolut. Die werden wahrscheinlich dann in Liverpool, das wird wahrscheinlich so irgendwie 1-1 ausgehen. Klopp lässt wieder die Youngsters spielen und dann spielen sie es ganz ruhig runter, ja. Also, aber war eigentlich auch so oder so ähnlich zu erwarten. Ja. Aber Darwin Nunez wieder sehr, 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 sehr stark gespielt. Auch das eine Tor war, glaube ich, der Ball unter die Latte gehämmert, ne? Ja, Das war war. wirklich ein schönes Tor. Also. Und auch die Youngsters von Liverpool, die können ja auch Fußball spielen. Also, das. Ich finde, der, also, das ist geisteskrank, was hier Klopp wieder gemacht hat. Ja, schade, dass er aufhört, aber vielleicht kommt ja Alonso, ne? Ja. Dann AS Rom gegen Brighton und das hat mich irgendwie, wenn man sich mal so anguckt, Brighton, das hat mich schon am meisten überrascht von allem. 4:0 Sieg für AS Rom mit Dybala und Lukaku mal wieder als Torschützen. Glaubst du, die Rom ist auch Titelanwärter mit De Rossi als Trainer, Dybala und Lukaku zum Beispiel als Stürmer und so? Ja, also ich finde, De Rossi lässt sehr guten Fußball spielen bei der Roma. Auch ich glaube, bisher noch kein Spiel verloren als Roma-Trainer. Und ja, wenn sie so weitermachen, also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass die so ein so ein eigentlich sehr starkes Brighton-Team mit auch sehr vielen guten Spielern so an die Wand spielen. Und auch Lukaku, der wieder zur Form findet, Dybala, also wenn die so weitermachen, es wird wahrscheinlich nicht zum Titel reichen, weil da stehen einfach Leverkusen, AC Milan und halt Liverpool vor allem im Weg, aber ja. Könnte auf jeden Fall zumindest fürs Halbfinale reichen. Glaube ich auch, ja. Dann, was mich auch ein bisschen überrascht hat, wenn man sich die Zahlen anguckt, Aubameyang ist jetzt Rekordtorschütze in der Europa League und zwar alleiniger.
mit 33 Toren aus 57 Spielen, glaube ich. Und sie gewannen 4:0, also Marseille gegen Villarreal. Hatte ich das auch ein bisschen überrascht, dass ausgerechnet Pierre-Emerick Aubameyang, der jetzt auch 34 ist, Rekordtorschütze der Europa League-Geschichte ist. Ja, auf jeden Fall. Also war schon cool, also cool auch. Ich meine, ich mag ja Aubameyang. Aber wenn man dann nochmal überlegt, macht das schon eigentlich Sinn. Bei Dortmund hat er 2 Jahre, 1, 2 Jahre Europa League gespielt, bei Arsenal 1, 2 Jahre und hat immer gut Tore geschossen. Und ja, jetzt halt mit Marseille auch. Echt viele Tore geschossen, wieder gut in Form. Na, ich freue mich für ihn. Definitiv. Also bei dem ist auch nicht an den Rücktritt, also Karriereende zu denken, oder? Nein, auf jeden Fall nicht. Und ich finde, natürlich hat es ein bisschen darunter gelitten, aber so viel, also er ist jetzt auf jeden Fall immer noch nicht langsam. Ich finde immer noch, hat eigentlich ein ganz gutes Tempo immer noch drauf. Ja. Der Mann ist 34, darf man nicht vergessen, ne? Dann kommen wir zum einzigen, ja, also über Leverkusen haben wir schon geredet. Und jetzt kommen wir zum einzigen noch verbleibenden deutschen Team. Also wir haben zwei Teams in der Europa League noch. Und Freiburg gegen West Ham. Und Freiburg konnte überraschend, also meiner Meinung nach überraschend, gewinnen mit 1:0 gegen West Ham. Mit einer sehr starken ersten Hälfte. Zweite Hälfte war Gott ein bisschen mehr West Ham. Trotzdem hat Freiburg dann mit einem sehr, sehr starken mit einer sehr starken Vorlage von Schalke, was vielleicht auch ein Torschuss sein sollte, ich weiß es nicht. Und Gregoritsch dann einnetzt, hat völlig verdient gewonnen, oder? Ja, also ich finde, es war wirklich ein gutes Spiel von Freiburg, auch mal wieder international gezeigt, was sie denn so können. Nehmen jetzt eine Führung mit ins Rückspiel nach West Ham, könnte halt schwierig werden. Aber wenn sie es da durchstehen, dann ist es auch schon echt gut möglich, dass sie da was holen. Aber ich sag's schon gleich vorab. Weil ich denke, dass du mich als nächstes fragen werdest. Ich denke auf jeden Fall, also ich denke, dass es schon ein Elfmeter war und dass es in anderen Spielen oder andere Schiedsrichter das auch schon gepfiffen haben und auch schon weniger als Elfmeter gepfiffen haben. Ja, ist eine, meiner Meinung nach, eine 50-50-Entscheidung. Also, wie du sagst, es wurde schon bei anderen Spielen gepfiffen. Ich habe jetzt auch ein bisschen die SC Freiburg-Brille auf, klar. Weil ich glaube, wenn es jetzt gegen den SC Freiburg gewesen wäre, hätte ich da eindeutig gesagt, es wäre Elfmeter. Aber irgendwie, ich verstehe diese Handregel nicht. Also, ich habe so das Gefühl, dass bei jedem Schiedsrichter irgendwie unterschiedlich gepfiffen wird. Und dass es da gar keine klare Regel gibt. Weil für solche Situationen, ich weiß nicht, ich glaube, Soucek war das. Ich glaube, der Kommentator hat sich da irgendwie, also der ist Zufall gesagt. Zufall war das, aber ich glaube, es war Soucek. Weißhaupt ein bisschen geschubst, habe ich so das Gefühl gehabt. Und so kamen erst die Hände nach oben. Und dann ist ja die Entscheidung, kam der Ball vom eigenen, also kam der Ball von dem Weißhaupt an die Hand, dann wäre es kein Elfmeter, oder kam er eben von Solcek, Zufall, keine Ahnung, an die Hand, dann wäre das vielleicht auf jeden Fall Elfmeter gewesen, hätte sein können. Aber ich finde das so eine Entscheidung, ich verstehe dieses Handspiel einfach überhaupt nicht mehr. Wann ist das was Handspiel? Was gibt es da für Auslegung? Weil ich meine, das ist ja kürzester Distanz. Was soll er da machen? Aber klar, die Hand hat ja nichts zu suchen dort oben, oder? Ja, also ich finde, man muss halt ganz viel berechnen. Ist es jetzt eine natürliche Körperhaltung, eine unnatürliche? Wurde er noch von hinten geschubst? Keine Ahnung, hat er den Ball gar nicht gesehen? Von wo kam denn der Ball? Aber am Ende ist halt einfach der Fakt, dass die Hand echt weit oben war. Und man muss sie nicht geben, aber ich finde, man hätte ihn schon eher geben sollen. Ja, also aus deutscher Sicht war es gut, aber aus fußballerischer Sicht kann man da definitiv Diskussionen führen, meiner Meinung nach. Aber ich mag diese Handspielregeln überhaupt nicht und ich finde, da sollte man deutlich drüber nachgedacht werden, oder?
Was meinst du? Ja, Handspielregel ist echt so kompliziert, ist, da blickt doch auch keiner durch. Nee, also jedes Mal wird es anders entschieden. Da muss man auf den Schiri hoffen oder so. Ich weiß echt nicht. Aber auf jeden Fall war es eine Top-Leistung von Freiburg. Die stehen jetzt mit einem Fuß schon mal vor der größten Sensation dieses Vereins. Und zwar das erste Mal in ihrer Geschichte im Europa League Viertelfinale, wenn sie das Rückspiel nicht noch verlieren, dann wäre es das erste Mal in ihrer Geschichte. Das wäre doch mega, oder? Auch für die Deutschen fünften Startplatz in der Champions League zum Beispiel. Ja, das wäre ein großer Sieg für den gesamten deutschen Fußball. Dann kommen wir zur Bundesliga und da machen wir jetzt wirklich nur im Schnelldurchlauf sozusagen. Genau, wir starten mit den Tipps und vielleicht reden noch ein, zwei Worte zu den einzelnen Spielen, wo es dazu was zu reden gibt. Wir starten mit dem Spiel Bayern gegen Mainz. Dein Tipp. 4:1 für Bayern. Meinst du, es kommen sie wieder in Lauf? Ich habe vorher schon gesagt, nein, ich denke, jetzt gewinnen sie das Spiel. Oder das die nächsten 2, 3 Spiele, aber ich denke so richtig, es wird es auch nicht so schöner Fußball sein, dann verlieren sie auch wieder, wenn es gegen die besseren Gegner geht. Das denke ich. Ja, also mein Tipp ist 2:0. Ich glaube aber, Mainz wird kämpfen und es wird extrem hart. Aber am Ende wird sich Bayern trotzdem durchsetzen. Aber ja. Ich glaube, Bayern sollte das schon gewinnen. Dann gegen Stuttgart müssen sie wahrscheinlich noch spielen. Und gegen Dortmund. Also da gibt es auf jeden Fall noch einige spannende und heiße Duelle, oder? Ja, auf jeden Fall wird noch spannend. Dann Gladbach gegen Köln. 0:1:2. 1:2. Köln gewinnt. Ja, wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Definitiv, und ich glaube, ich habe jetzt gerade die Tabelle gar nicht, aber ich glaube, dann wären es 7, 8 Punkte auf Mainz. Also das wäre enorm. Und dann vielleicht noch auf Bochum, vielleicht, wenn die noch verlieren gegen Freiburg oder so. Mein Tipp ist 1:0 für Köln. Dann Augsburg gegen Heidenheim. 0:1. Findest du, also glaubst du, Heidenheim hat eine Chance, europäisch zu spielen? Europäisch ist ganz, ganz schwierig. Dafür müssten sie einfach ein bisschen konstanter sein und auch wirklich jede Woche, sie sind gut, aber jede Woche ihre Top-Top-Leistung abrufen. Aber sie spielen gut, aber für europäisch wird es nicht reichen. Was ist so deine realistische Einschätzung für den Platz? Ich sag so Neunter, Neunter, ja. Das wäre auf jeden Fall überragend. Das ist die erste Bundesliga-Saison der Heidenheimer überhaupt und dann Neunter. Also da findet auch mal ordentlich Geld. Das wäre krass. Ja. Mein Tipp ist 1:0 für Augsburg, weil ich glaube, Augsburg ist aktuell irgendwie ziemlich krass drauf. Also, ja. Dann Leipzig gegen Darmstadt. 5:0. 5:0. Darmstadt ist aktuell einfach katastrophal oder Leipzig so überragend. Was meinst du? So eine Mischung aus beidem. Naja, ich meine, Darmstadt, wenn du schon 6 Dinger gegen Augsburg kassierst, dann wird es halt gegen Leipzig auch nicht viel besser laufen. Meinst du, Thorsten Lieberknecht ist in Gefahr oder denkst du, ja, die machen es weiter mit ihm? Ich meine, der hat in die Bundesliga geführt und so. Und die werden jetzt nicht auch mit Ja. ihm in die zweite Liga gehen. Ich denke, sie werden auf jeden Fall mit ihm weitermachen, weil jetzt ihn rauszuschmeißen, weil er mit einem Budget von gefühlten 2,50 € sich nicht in der Bundesliga halten kann, wäre ja auch frech. Naja, aber die Fans, die sind schon zu stinkesauer. Die haben auch, glaube ich, gefordert, ihre Trikots auszuziehen und so, ne? Ja, aber das finde ich dann ehrlicherweise übertrieben. Also ich meine, man kann doch jetzt nicht erwarten, dass du als Aufsteiger in die Bundesliga aufsteigst und dann, was erwarten die, einen Champions League Platz oder was? Das ist ja auch bescheuert. Logisch, aber 0:6 gegen Augsburg. Ich glaube, mit einem
0 zu 5 nach 30 Minuten, das ist schon heftig. Ja, das ist natürlich schon hart. Und das waren auch Aber das alles ist jetzt gute ein Tore, finde ich. Spiel. Und davor haben sie sich ja jetzt nicht so schlimm präsentiert. Ja, aber ich glaube auch irgendwie, also es gab seit langem nicht mehr so wenig Punkte oder so nach um so vielen Spieltagen. Und ich glaube, seit 16, 17 Spielen schon keinen einzigen Sieg mehr geholt. Da brodelt es ordentlich, aber ja, klar. Also man kann da nicht viel erwarten. Aber wir hoffen einfach mal, dass vielleicht so ein St. Pauli dann HSV wieder aufsteigt und dann dort die Bundesliga wieder mitmischt. Ja, auf jeden Fall. Dann Bremen gegen Dortmund. 1:2. Dortmund mit einem knappen Sieg. Arbeitssieg oder viele Chancen verpasst? Ja, so ungefähr wie gegen Union, wieder so ein Kackspiel, aber irgendwie fallen dann zwei Dinger rein. Und dann ist Elias nicht mehr so in der Kritik, würde ich sagen. Ja, aber das ist eigentlich das Schlimme. Das ist ja eigentlich das Schlimme. Eigentlich müsste Terzic rausgeworfen werden. Aber wenn Dortmund weiter solche Schmunzelsiege holt, dann wird das halt nie passieren. Aber was ist denn dein Kandidat, also dein Trainerkandidat statt Edin Terzic? Das ist ja auch noch ein Problem. Es gibt einfach niemanden auf dem Markt. Ich hätte jetzt vielleicht Hansi Flick gesagt, aber sonst gibt es halt echt nicht viel. Nagelsmann, aber der ist eben auch unrealistisch eigentlich. Roger Schmidt, aber Ja. der wird vielleicht auch eher höher handeln wollen. Ja, klar. Also es gibt zu wenig Kandidaten. Mein Tipp noch für Leipzig ist 4-1 Leipzig und für Dortmund jetzt 3-1 Dortmund. So, das habe ich vergessen. Dann Bochum gegen Freiburg. 0:2. Also Freiburg gewinnt trotz dieses verrückten Donnerstags. Ja, ich glaube, Freiburg, die nehmen jetzt einfach alles mit und die kriegen das schon hin. Schaffen die auch Europa? Freiburg schafft es nach Europa, ja. Das denke ich. Cool. Würde auf jeden Fall mich freuen, meint er bis 2-1 für Freiburg. Dann Frankfurt gegen Hoffenheim. 2:2. Wer ist da für dich der Sieger bei einem Unentschieden? Also wer Ob geht? es Frankfurt, also Frankfurt ist ja, Hoffenheim kämpft ja so ein bisschen um Europa. Ho Frankfurt muss ihren Platz einfach irgendwie halten. Und ja, also ich denke, wahrscheinlich bringt es Frankfurt ein bisschen mehr. Ja, aber Frankfurt ist auch so, eigentlich dürfen die da oben nicht stehen mit solchen Leistungen. Immer wieder solche Ups und Ja. Downs. Das ist. Aber Sicher. ja, die Saison ist eh verrückt irgendwie, finde ich. Mein Tipp ist 2-1 für Hoffenheim. Dann das letzte Spiel, Leverkusen gegen Wolfsburg. 2:0 Leverkusen. Mein Tipp genau gleich. Wer macht die Tore? Ja, ich sehe mal wieder, keine Ahnung, so ein Wirtstor, warum nicht? Und vielleicht noch so ein Tarkopfball. Ja. So ungefähr. Ich sag wieder Grimaldo Tor. Aber wird's immer. Und Wolfsburg, ja, immer mehr gegen den Abstieg, würde ich sagen. Und Nico Kovac vielleicht dann auch fällig nach dem Spiel. Weiß man nicht. Ja. Okay, das war's dann. Nutzer als Info. Der HSV hat gerade 2:0 gegen Düsseldorf verloren. Und Stuttgart führt 1:0 gegen Union Berlin. Genau, das war's für jetzt. Danke, Nick. Ja, kein Problem. Und damit auch danke fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Genau, teilt es gerne und schaut gerne auf allen Plattformen vorbei und lasst ein Like da oder ein Follow oder eine Sternebewertung, ist mir egal. Auf Wiedersehen.